Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Moritz Jakob von den Frakta. Und ich bin wieder in die Vida de Impera. Was mir gerade so ein bisschen aufgefallen ist, ich bin ja so durchgewalzt durch die Weltgeschichte, dass ich mir danach überhaupt nicht mehr die Zeit genommen habe, einfach mal in die Gebiete reinzuschauen, die ich da erobert habe. Und das sieht schon irgendwie cool aus durch diese Stadtentwicklung. Wenn man da Gebäude baut und diese Städte eben ausbaut, wie die dann wachsen. Und auch von der Geräuschkulisse finde ich das eigentlich ganz cool gemacht. Also man hört ja diese Landwirtschaftsgeräte. Also man kann ja über meinen Rom sagen, was man will. Aber wenn ich mir anschaue, wie sich das entwickelt, diese ganzen Städte unter meiner Herrschaft. Keine Kriege mehr in den Provinzen, weil alles unter der Pax Romana. Es wird gebaut. Also das ist schon schön gemacht in dem Spiel, das muss man einfach mal so sagen. Jo, so, jetzt machen wir mal weiter hier mit dem Feldzug. Genug Idylle. Römischer Provinz. Genau, da haben wir noch eine von denen. Trade is a good thing between peoples, making both wealth and friendship. Will you not trade with Egypt? Doch, klar, können wir machen. An. Wir haben seine bisherigen Handelspartner aus dem Spiel genommen. Hey, was geht denn jetzt ab? Ey, wir sind hier nicht bei Assassin's Creed. Könnt ihr mal aufhören? Ich wusste gar nicht, dass das überhaupt geht. Gut, klar, warum soll das nicht gehen? Ja, in den vorigen Teilen war das ja auch schon, aber ich habe das bis in dem Spiel noch nicht gesehen. Was ist das denn? Jetzt habe ich mir schon gedacht, dass er eine Ephesos will. Würde ich nicht an seiner Stelle auch machen. Wow. Jetzt die Frage, fackelt es nur ab oder erobert es? Nee, erobert es.
Das fand ich jetzt aber schlau von der KI. Also ich hätte das nicht auch genauso gemacht. Oh ja, Moment, das Bild hatte ich ja noch nicht. How can I be of assistance? How may I serve you? My skills are yours. My eyes are yours. We hunger for battle. Ach, die, also gehen die doch anschließen. Wo haben wir die andere rum, Eier? Masche der Cutter irgendwas rum? Kann ich die 13 da eigentlich mitnehmen? Soll ich mir jetzt so anstelle? Aber die 14 soll ich ja lieber verkrümeln. Ja, babbel nicht rum. Haben sie gut gemacht. Ready for battle. Bevor ich aber die beiden Armeen von der Insel hole, tendiere ich jetzt eher dazu, abzuwarten, bis wir die Flotte von denen aufgerieben haben. Und dann fahren wir rüber nach Rhodos. Okay, die drei halten die Ostgrenze, die drei schmeißen die wieder aus Ephesos raus, die zwei halten aus, bis das Meer geklärt ist, dann gehen sie nach Rhodos rüber. Das Schiffchen, die hier fahren nach Westen, erstmal nach Sardinien und dann weiter, sollen halt Truppen einsammeln, wenn möglich. Die marschiert nach Norden, nach Noraya, um halt da Truppen einzusammeln, wenn möglich.
Ja, ich würde sagen, passt soweit. Nee, einen Rundewechsel machen wir noch. Ich bin jetzt mittlerweile immer ganz besorgt drum, dass die Festplatte überläuft oder die Videos zu lang werden. Aber ich denke, das dürfte okay sein. Wir haben das schon genau. Dann haben wir den Gallien. Ja, ja, klar. Ich mache hier mal die Runde. So. Oh. Was geht denn da ab? Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich den Seleukiden, also klar, die Wegnahme ihrer zwei Städte habe ich ihnen keinen Gefallen getan, aber prinzipiell sie quasi einer kompletten Grenze entledigt habe, mit verschiedenen Fraktionen, mit denen die ganze Zeit irgendwie Stress war, genauso in die tolle Meer, und die jetzt nach anderen Richtungen gucken können. Athena gives wisdom and Ares gives strength. I give you peace, if you will dare it. Leute, nee, ich mache euch jetzt gerne da, nee, echt nicht. Ich schmeiße jetzt das Ephesos raus und gut ist. Ich brauche keine Königreiche. Das geht jetzt ab. Was kommt ihr denn her? Ich weiß nicht mal genau, was er da erobert hat. Bin ich platt? Wer ist denn das? So, okay, die haben mir die Stadt weggenommen und da ist eine neue Fraktion entstanden, die mit mir im Krieg liegt. Okay. Es ist aber auch schön. Okay, dann zweite. Wie liegt das? Ist aber schön, dass sie gleich eine ganze Armee gestellt bekommen, damit die sich ja wehren können. Gut, es ist eine Schrottarmee. Aber es ist immerhin eine Armee. Gut, dann kümmern wir uns gleich. We hunger. We take this for Rome. None will escape. Ready for battle. At once. Your next command. Ach, ist Rodos jetzt mit unserem Krieg? Victory for Rome! Nö, finde ich nicht. Ihre reguläre Armee, die da drin steht. Let them cower before Rome! Ja, genau, bla bla bla, irgendwas. Nö, mit Rotter sind wir nicht im Krieg. Den handeln wir sogar. Hm, in Ptolemäen handeln wir auch.
Ah ja, klar, nee, aber ich habe nicht noch das ist Handelsvertrag. Nee, ich wollte nur hier wegen der Kohle. Okay, dann würde ich sagen, setzen wir einen Cut, bin ich gleich wieder da. Und dann machen wir die zwei Schlachten, einmal hier gegen die Knechte und dann hauen wir die hier raus. Dann bis gleich. Tschüss.